Hallo und willkommen bei Tiere malen mit dem Mund. Mein Name ist Markus Kostka. Wie ihr seht, bin ich heute in der dritten Folge meiner Sendereihe in der freien Natur. Genauer gesagt befinden wir uns in einem Biberschutzgebiet südlich von Regensburg. Neben Bibern kann man hier auch viele andere heimische Tierarten fotografieren. Malen will ich für euch heute ein Fischotter. Der Fischotter ist auch eine heimische Tierart. Das Foto für die Vorlage ist allerdings nicht hier entstanden, sondern im Nürnberger Tiergarten. Ja, während ihr mir jetzt beim Malen des Otters über die Schulter schauen könnt, werde ich mich hier ein bisschen umsehen, ob ich noch ein paar interessante Fotomotive finde.
Ja, ich hoffe, mein Motiv gefällt euch. Das Malen hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Mit den Bibern hatte ich weniger Glück. Die haben sich jetzt in der Mittagshitze in ihren Bau zurückgezogen. Allerdings sieht man hier überall im Gelände den Verbiss der Biber. Und wenn man sieht, wie die hinter mir so einen riesen Baum gefällt haben, dann weiß man, was da Kraft und Arbeit dahinter steckt. Respekt. Für Informationen, Kritik oder auch ein Feedback würde ich mich freuen. Ihr könnt mich erreichen über meine Homepage, entweder im Gästebuch oder per Mail. Oder ihr erkundigt euch und informiert euch auf der Seite der Mund- und Fußmalenden Künstlern im Stuttgarter Verlag. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es zum vierten Mal heißt, Tiere malen mit dem Mund. Servus, euer Markus.